Bei der Ueli Steiner bin ich seit 2 Jahren angestellt. BKW gestellt 150 Mitarbeiterin. Wir haben insgesamt 8 Filialen. Ich fange am Morgen um 5 Uhr an. Das ist Beginn für uns in der Tagschicht. Zuerst wird noch die Nacht fertig produziert. Also das, was in der Nacht nicht fertig geworden ist, müssen wir dann noch das Letzte noch machen. Das heisst, aufräumen und alles wieder bereitstellen für die Tagesproduktion. Und dann starten wir die Tagesproduktion. Dort ist, machen wir Gipfel, süßes Gebäck, die ganzen Brezeln, Zöpfe. Alles machen wir so am Tag durch, und wir dann ungebacken einfrieren und dann können wir es dann nach Bedarf rausnehmen. Bis um 11 Uhr ist das meistens, und dann eine Stunde Mittag. Und am Nachmittag tut man eigentlich schon wieder den nächsten Tag vorbereiten. Sehr wichtig ist meiner Ansicht, dass man es geschafft hat zu dem Beruf. Man muss das wirklich wollen. Mit Nachtarbeit. Das liegt nicht jedem. Durchhaltevermögen ist wichtig. Mit Stress können umgehen. Was ich auch ein bisschen beobachten ist, dass immer grössere Bäckereien gibt, die seine Filialen hat in der ganzen Schweiz. Also Filialisierung findet hier statt. Wir haben einerseits die Industrie, Migros, Coop, Lidl, Aldi, wo unsere grösste Konkurrenz ist, die mit Tiefpreisen Werbung macht und das Brot verkauft, das wir überhaupt nicht mitheben können. Und dann gibt es die mittelgrossen, so wie wir jetzt sind, BKW, die einen Standort haben und dann auch ihre Filialen. Und dann gibt es jetzt noch so die Dorfbäcker oder ganz spezielle, die jetzt nur Dinkel machen oder einfach Spezialitäten haben. Fitnessbrot, Chia-Brot, alles was jetzt so angesagt ist. Man tut immer wieder ein neues Produkt rausbringen. Zum Beispiel haben wir jeden Monat, damit wir etwas Neues reinbringen, einen Monatshit machen. Und dort kann man immer ein bisschen, was ist jetzt im Trend, dann tut man dort etwas reinbringen. Was glutenfrei betrifft, können wir leider hier selber nichts herstellen, weil wir mit Mehl arbeiten. Selbst wenn wenn man alles sauber putzen im Ofen, irgendwo hat es immer Spuren rum. Darum ist das ein Zyklus-Thema bei uns. Dort tun wir von außen einkaufen, damit wir etwas einfach im Angebot haben für die Leute, die kommen. Wenn jemand laktosefrei ist, gibt es natürlich ein Normalbrot, da hat keine Milch oder Butter drin. Und bei der Torte und so, tun wir auf Wunsch oder auf Bestellung, tun wir das sicher beachten. Zwei Wege, die es eingehen könnte. Ich kann das nicht gut voraussagen. Das ist einerseits, es geht so weiter, mit den Mittelgrossen wieder wirklich mehr mit Maschinen arbeiten, mehr Arbeitsläufe rationalisieren. Da kommen immer wieder neue Geräte dazu. Zum Beispiel haben wir jetzt eine ganz neue Vakuumkühlung, die das Brot relativ schnell abkühlt, damit es weniger Wasserverlust hat. Also so immer die Qualität verbessert. Dass wir den Jova oder eben den Grosskonzern oder den Parola bieten können. Und dann gibt es noch die andere Seite, die über die Nachhaltigkeit geht. Eben die kleinen Geschäfte, die sich immer mehr entfalten könnten.